Hallo und herzlich willkommen bei Reifster Boxing. Es ist wieder Montag, es ist 19 Uhr und das heißt mal wieder Wochenupdate. Ja, erst dachte ich, diese Woche bekomme ich gar nichts, weil alles relativ spät gekommen ist. Ich weiß auch gar nicht warum, aber jetzt ist doch ein bisschen was zusammengekommen, doch mehr als ich gedacht hatte und wir fangen jetzt einfach mal an. So, dann habe ich bekommen die Woche fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Das Mediamarkt Exklusiv Steelbook ohne 3D, weil hier steht beim 3D-Steelbook steht hier 3D und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Wer den Film nicht kennt, kann jetzt einfach mal hier die Filminformationen durchlesen, wenn er möchte, einfach mal auf Pause drücken. Ja, den Film habe ich jetzt im Kino gesehen gehabt und jetzt auch nochmal zu Hause. Und ich muss echt sagen, es ist ein wirklich schöner Film. Passt auch ins Harry Potter Universum rein, wobei ich Harry Potter eigentlich nicht so gerne mag, aber dieser Film gefällt mir doch recht gut, besonders hier der Niffler. Da gibt es ja auch noch so eine Edition mit Niffler, die wollte ich erst haben, aber die ist noch ein bisschen zu teuer, vielleicht wird die auch nochmal billiger, deswegen erstmal hier das 2D-Steelbook. So, von der Vorderseite ist es alles in matt gehalten, sieht insgesamt aber wirklich sehr, sehr schick aus. Hier mit dem Niffler den Cover und oben dann fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind, geschrieben. Auf der Rückseite haben wir dann das Bild von dem Hauptdarsteller. Ich glaube, Ned Scamander heißt der, mit dem Cover in der Hand. Auch ein recht schönes Bild, auch recht wirklich scharf gedruckt, auch im Matt gehalten. Wenn wir das Ganze aufklappen, haben wir hier dann das Gesamtdesign und auf dem Spine auch sehr gut zu lesen. Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. So, innen drin ist dann hier der Digital Copycode. Wer den haben möchte, jetzt einfach mal, bitteschön. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Werbung von Harry Potter, braucht kein Mensch. Und hier die Disc, die ganz normale Disc und innen drin noch ein richtig geiler Indruck mit dem Niffler. Diesen Baumding und so ein Mottenteil. Ja, sieht auch richtig geil aus. Und hier drin die Credits. Ist ja nicht so schlimm, dass sie die jetzt nach innen verfrachtet haben. Wie gesagt, Digital Copycode. Wer möchte und eben noch nicht aufgepasst hat. Bitteschön. So, das war das erste Teil. Richtig geiles Steelbook. Toller Film. So, das lasse ich mal noch weg. Das kommt auch zum Schluss. Jetzt geht's weiter mit einem coolen Film, den ich aber noch nicht gesehen habe, aber schon so viel davon gehört habe, dass ich jetzt schon weiß, dass er wirklich cool werden wird. Und zwar den Animationsfilm von den Minions-Produktionsfirma Illumination Sing. Ja, richtig schick. Auf der Rückseite hier die Filminformation, wenn ihr den Film noch nicht kennt und einfach mal euch ein bisschen inspirieren lassen wollt. Aber jetzt kommen wir leider schon zum ersten Nachteil. Wie ihr seht, ist hier oben ja Sing auf dem Pappeflyer. Und da steht schon mal nichts mehr drauf auf dem Steelbook, aber insgesamt doch ein schickes Steelbook mit diesem Hochglanzeffekt und alles sehr scharf gedruckt. Richtig cool. Auf der Rückseite auch ein richtig scharfes Motiv. Also das Steelbook ist bis jetzt wirklich schön, aber jetzt kommt leider der zweite Nachteil. Das mit dem Titelschriftzug hätte man verkraften können. Aber was soll das denn schon wieder? Ein blauer Spine ohne Titelschriftzug. Man weiß nicht, welcher Film das ist, wenn man sich den so ins Regal stellt und nichts. Ja, und er passt auch überhaupt nicht zum Gesamtdesign, bis auf die Farbe Blau jetzt. Aber naja, was soll das einfach? Bei Best Buy steht was drauf, aber Sonnenfilme importiere ich mir jetzt nicht. Das ist jetzt mir in dem Moment auch egal. Aber schön finde ich es nicht. So, dann haben wir hier die Disc. Auch recht schick. Und der Indruck ist auch richtig geil. Bombenscharf. Also eigentlich wäre das ein perfektes Steelbook gewesen, wenn zumindest ein Spine-Titelschriftzug drauf gestanden hätte. So, jetzt kommen wir zu einem weiteren Steelbook, was wirklich nicht besonders hübsch ist, und zwar das Steelbook zu Deepwater Horizon. Da hat der Simi auch schon ein Vorstellungsvideo zu gemacht. Er hat es eins der hässlichsten Steelbooks genannt, die er je gesehen hat. Das persönlich finde ich jetzt nicht. Ich habe da schon bei weitem hässlichere Steelbooks gesehen. Aber bevor wir uns das Steelbook genau angucken, könnt ihr euch ja mal die Filminformation durchlesen. Wirklich bombastischer Film, wie ich gehört habe. Ich habe den persönlich jetzt noch nicht geguckt, bin aber schon richtig gespannt, wie der ist. Ich glaube, die Disc ist jetzt auch gar nicht drin. Die liegt, glaube ich, schon im Player drin, weil ich den eigentlich gucken wollte heute. Da bin ich schon richtig gespannt. So, hier die Vorderseite im Matt gehalten. Wenn man es so hält, sieht man gar nichts. Aber insgesamt wirklich nicht hübsch. Oben steht Mark Wahlberg. Hier unten Deepwater Horizon. Das basiert ja auf einer wahren Geschichte mit dieser Bohrinsel und so. Ich bin gespannt. Also der Link zum Simi, der hat ja ein Video dazu gemacht, wie hässlich dieses Steelbook ist, ist unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr ja mal auf dem Kanal ein bisschen forschen, macht auch andere coole Videos, aber hat insbesondere ein Video zu diesem Steelbook gemacht. So, dann haben wir hier auf der Rückseite das hier. Das Design macht es jetzt auch nicht unbedingt besser. Und wenn wir das Ganze aufklappen, haben wir aber zumindest einen Spine-Schriftzug. Was natürlich das Steelbook ein kleines bisschen aufwertet. So, dann haben wir hier so ein bisschen Werbung drin, braucht auch kein Mensch. Und hier der schicke Indruck. Der ist wirklich schick, der Indruck. Bis auf die Credits, aber da kann man ja nichts gegen machen. Und die Disc ist, wie gesagt, schon in meinem Player drin. Den gucke ich mir heute Abend definitiv an.
Hoffe, der Film ist richtig geil. So, ja, das war das Steelbook zu Deepwater Horizon. So, dann eine VÖ, auf die ich mich richtig gefreut hatte und auch schon gedacht hatte, die kommt gar nicht mehr, ist irgendwie verloren gegangen. Und zwar das Mediabook im Cover A zu Donnie Brasco, das erste Mal in der Langfassung und in der Kinofassung auf Blu-ray. Den gab es ja vorher nur auf DVD und jetzt endlich auf Blu-ray. Hier die Filminformation, da könnt ihr ja die Laufzeiten und alles euch mal durchlesen, wenn ihr wollt. Einfach auf Pause drücken. Und dann gucken wir uns jetzt mal das Mediabook insgesamt an. Das ist von Turbine Media, richtig geiles Mediabook. Schon wie Johnny Mnemonic und The Fan, auch richtig geile Mediabooks. Hier ist leider diesmal keine so eine Karte mit so einem Filmstyle drin, aber das ist nicht so schlimm, weil hier gab es ja zwei Cover, einmal Cover A und Cover B. Ja, aber richtig geil dieses Cover und auch das Mediabook von der Qualität her wirklich schön. So, hier matt gehalten, da Johnny Depp, Al Pacino, 3Disc Collectors Edition. Hier noch bei den beiden Darstellernamen. Unten steht der Langfassung, Kinofassung und hier Donnie Brasco. Auf der Rückseite haben wir auch ein richtig cooles Design mit so einem Aufnahmegerät, was denn so in diesen Hintergrund so verschwindet so ein bisschen. Das Ganze aufklappen, sieht man hier auch wunderschön Donnie Brasco zu stehen mit unten ein Bild von Al Pacino. Und das ist ja noch nicht alles, das ist ja ein Mediabook. So, hier haben wir dann die Kinofassung auf, ich weiß es gar nicht, auf Blu-ray mit einem Hintergrundbild von Al Pacino. Und auf der anderen Seite haben wir dann einmal die Langfassung auf Blu-ray und die normale DVD, die Kinofassung. Mit Johnny Depp im Hintergrund und eine Frau, die mir jetzt der Name nicht einfällt in dem Moment. Wie gesagt, richtig, richtig geiler Streifen. Habe ich jetzt aber noch nicht geschafft, in der Blu-ray-Variante zu gucken. Bin gespannt, weil von The Fan war ich ja beeindruckt vom Glaskarrenbild und dem perfekten Ton. Das wird aber, denke ich mal, hier auch so sein, weil Turbine macht eigentlich super Arbeit in diesen Dingen. Deswegen bin ich da schon mal guter Dinge. Ja, der Buchanteil ist jetzt nicht so viel, aber auf jeden Fall hochwertig gedruckt. Und ein richtig, richtig schickes Teil, Donnie Brasco. Erstmals auf Blu-ray im Mediabook. So, dann war ich bei Thomas und Melanie alias Mickey und Marys Filmuniversum. Seid gegrüßt an dieser Stelle und auch der Link von dem Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr auch gerne mal aufgucken. Die machen auch super tolle Videos. Und da war so eine 3 für 18 oder 3 für 26 Aktion bei Savi. Und da war das Steelbook von Macbeth mit dabei. Die beiden hatten auch noch zwei bestellt, weil ich habe da echt keins weiter gefunden, außer jetzt Macbeth. Und dann haben sie mir das halt mitbestellt. Und da bin ich echt froh drüber. Auch nochmal Dankeschön an dieser Stelle. Hier die englische Filminformation. Da steht jetzt nicht drauf, dass es deutschen Ton hat, aber es hat definitiv deutschen Ton. Das weiß ich, das habe ich schon getestet. Die beiden haben es auch getestet. Und damit wisst ihr jetzt Bescheid. So, das ist die Vorderseite von dem Steelbook. In Deutschland gab es ja nur so eine Digipack-Edition. Die war auch sehr schön. Aber das Steelbook gefällt mir doch recht gut. Im Matt gehalten hier vorne Michael Fassbender drauf. Und dann steht hier Macbeth und die beiden Hauptdarsteller halt. Und das sieht richtig, richtig geil aus. Es ist kompletter Mattdruck, nichts glänzend, aber es ist wirklich, es wirkt richtig wertig und richtig schön. Auf der Rückseite dann die Hauptdarstellerin, genauso wie vorne, spielt mit diesem schwarzen Hintergrund und matt. So, und wenn wir das Ganze aufklappen, haben wir dann auch hier einen schönen Spine-Schriftzug oben Studiokanal und innen drinnen noch einen Innendruck und hier die Disc. Wie gesagt, deutscher Ton mit an Bord und der Disc mit der Kriegsszene. Es ist ein sehr gewöhnungsbedürftiger Film, man muss da wirklich Bock drauf haben, weil das so ein bisschen so immerzu mit Shakespeare gesprochen wird, aber diese Bildgewalt von diesem Film ist wirklich mega genial. Aber man muss sich durchkämpfen. Musste ich jedenfalls. Also ich fand den Film zwar gut, aber ich musste mich wirklich durchkämpfen. So, dann habe ich bei Thomas und Melanie noch einen Film für einen Fünfer mitgenommen, den ich schon mal hatte. Iron Man 3 im deutschen Steelbook. Ich habe ja die Savi Steelbooks und jetzt habe ich mir das deutsche Steelbook noch geholt. Von Iron Man 1 und 2 werde ich mir dann auch nochmal das deutsche Steelbook holen, damit ich meine Marvel-Sammlung mal komplett kriege. Erst wollte ich die deutschen Steelbooks ja nicht wegen diesen Bildern auf dem Spine, aber jetzt habe ich mir so überlegt, ach, so hole ich mir doch nochmal die deutschen alle und gut ist. So, hier die Vorderseite im Matt gehalten mit dem blauen Rand ist natürlich scheiße, aber so insgesamt ist es wirklich ein sehr guter Druck. Hinten die Filminformation drauf ist natürlich eigentlich auch nicht so toll, aber auch alles schön gedruckt. Und wenn wir das Ganze aufklappen, haben wir dann hier den Spine, sieht man auch sehr gut. Und innen drin auch noch ein richtig schicker Innendruck, was ich gar nicht erwartet hätte. Und die Blu-ray Disc. Ja, ist eigentlich ein schönes Steelbook, wenn dieser Rand da oben nicht wäre. Aber man muss ja nicht immer über alles meckern. So, und der letzte Artikel, da habe ich dann mir ein Spiel für die PS4 gekauft, und zwar The Walking Dead, The Telltale Series Neuland. Das ist die dritte Staffel, die zweite habe ich jetzt leider noch nicht. Die gab es da leider im Mediamarkt nicht. Da war ja so eine Aktion, kaufe zwei Spiele und du kriegst vier.
Ich hatte aber leider keine vier Spiele gefunden. Dann hatte der Thomas von Mickey und Marys Filmuniversum sich drei geholt und ich habe mir dann das dazu geholt und musste dann im Endeffekt plus 13 Euro bezahlen, anstatt da oben 27. Und für den Preis habe ich es dann natürlich wirklich mitgenommen, weil für 13 Euro kriegt man das Spiel nie wieder. So, packen wir das Ganze mal hier live aus. Hier steht auch vorne drauf 100% Uncut. Ich erwarte jetzt kein Wendecover, aber ich bin gespannt. Hier hinten die Spieleinformationen. Oh Mensch, ich habe nicht mal Filminformationen gesagt. Also hier hinten die Spieleinformationen, wer das mal wissen möchte, mit ein paar Bildern. Und es ist kein Wendecover drin und auch keine Beschreibung, wie das jetzt bei PS4-Spielen so neuerdings üblich ist. So, FSK 16, schönes Disc-Design. Und dann hier das Cover noch ein bisschen gerade gerückt. Und wie gesagt, 100% Uncut Walking Dead Neuland. So, das ist meine Wochenausbeute für diese Woche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Sachen so findet. Und besonders interessieren würde mich auch, was ihr denn zu diesem Thema mit diesen nicht vorhandenen Spine-Schriftzügen sagt. Das würde mich auch mal interessieren. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Euer Ralf von Ralfs Unboxing. Ciao!